Hat dir heute eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du besonders hübsch aussiehst? Das ist sehr lieb von dir, Juri. Kommt jetzt? Nein, was machst du denn da? Du kannst doch nicht einfach die Klaus-Army umwerfen. Ich wollte mit dem einen Klaus einschlafen. Toll, jetzt ist der Rücken hier von dem einen Klaus aufgegangen. Sag doch mal hallo. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin auch am Start. Bisschen chaotisch der Anfang. Könnte daran liegen, dass wir heute Nacht nicht geschlafen haben. Ihr merkt's, es ist hell. Wir haben 8 Uhr, wir waren schon einkaufen, wir haben schon gefrühstückt. Also es war so, wir waren um 7 Uhr fertig mit den Videos. Wir waren irgendwie mega fresh noch am Start. Mhm. Und dann so um 7:30 lagen wir im Bett. Und dann sind wir wieder aufgestanden. Und dann würde ich sagen, hauen wir dem Klaus einfach mal erstmal eine zur Begrüßung rein, oder? 3, 2, 1 und... Gib's ihm! Guck mal, der hat einen schwarzen Gürtel. Nicht nur der Klaus hat einen schwarzen Gürtel. Hast du auch einen? Oh! Stopp! Bevor es mit dem Video weitergeht, kommen wir natürlich erstmal zur Verlosung für meine Abonnenten. Und zwar könnt ihr in diesem Video dieses iPhone in Weiß-Gold gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Und mit jedem Kommentar, den ihr schreibt, nehmt ihr dann einmal teil. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne über den Link unten in der Infobox machen. Ist nur ein Klick, kostet nichts. Und dann seid ihr auch schon am Start. Ich habe jetzt noch einen Termin bei der Sparkasse. Danach müssten wir uns einmal um das Auto kümmern. Da würde ich gerne meinen Papa besuchen. Ich habe bereits in der Werkstatt angerufen und alles geklärt. Ist nicht drin. Ist drin. Was hast du heute? Was kriegen wir es heute? Ja, zwischen geil, 16 check, und 18 check. Uhr. Und dann gehen wir gleich deinen Papa besuchen, oder was? Mein Papa gehen wir gleich besuchen. Und, ich rufe den eben so 8:03 Uhr an. So eine Uhrzeit, wo ich eigentlich sonst nicht wach bin. Jo, Papa, ich habe Brötchen gekauft. Ich komme vorbei frühstücken. Mein Vater so. Andere Seite. Du bist jetzt mein Vater. So. Ich habe schon gefrühstückt. Ja, das ist ein Mensch, der den Tag ab der ersten Sekunde genießt. Ja, ist richtig so. Ist ja auch egal, sind wir selber schuld. Hobbel meine Arme. Ach, genau. Das ist doch nicht so schlimm. Oh. 2 Pakete Klamotten sind angekommen. Yes. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, also bei mir zu Hause. Bibi ist das erste Mal heute schon eingeschlafen gerade. Wir haben gerade mal 11:30 morgens. 11:30, der erste, wie nennt sich das, der erste Rückschlag. Übrigens habe ich meinem Papa hier aus Las Vegas eine Postkarte geschrieben, sie vergessen abzuschicken. Das heißt, ich werde ihm jetzt eine Postkarte aus Las Vegas vorbeibringen. Ziemlich kranke Aktion. Und will eventuell meine Tante Nanni besuchen. Die habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Ich habe sie wirklich sehr, sehr selten, sehe ich die. Da wollten wir vielleicht gleich mal hinfahren. Zu der Tante Nanni. Die würde ich euch dann auch vorstellen. Ne? Die freut sich dann. Die Tante Nanni hat gar kein Internet und reilt das wahrscheinlich gar nicht, was hier so mit dieser Kamera abgeht. Übrigens, mein neuer Pulli ist angekommen. Woo! Diese Uhr übrigens hat meine komplette Kindheit auseinandergenommen. Diese Drecksuhr hat immer um 9 Uhr geläutet. Bong, bong, bong. Und meine Eltern, du musst ins Bett. Mag dich nicht. So, wir sitzen jetzt gerade im Auto und sind auf dem Weg zu Julans Tante. Ich sitze tatsächlich hinten, weil der Julan fährt. Wir kaufen jetzt Blumen. Boah, das wird aber ein Riesenstrauß, Julian. Da wird die Tante Nanni sich freuen. Kann man so viele zu einem Strauß binden? Wir binden hier die Bundware nicht auf. Ja, gut. Dann hol dir doch so einen Weihnachtsbaum. Der ist voll cool, der Weihnachtsbaum. Hallo, Tante Nanni. Hallo. Das ist dich noch, Mädchen. Oh, was piepst denn hier? Guck mal, Tante Nanni, wir haben hier einen Weihnachtsbaum mitgebracht. Ach du Liebe. Haben wir extra gerade noch besorgt. Wo soll er denn? Komm rein, komm rein. Oh, Vorsicht, du fährst nicht rein. Ja. Guck mal, das ist der schönste Weihnachtsbaum aller Zeiten, oder? Dann will ich nix in Nacht. Bianca hätte gern einen Smoothie, die traut sich aber nicht, den zu trinken. Die hat Durst. Das stimmt nicht, ich bin... Ich da tu doch trinken, ist doch alles da, Schätzchen. Ich weiß nicht. Stell dich nicht so an. Okay. Oh. Jetzt trink doch was, Bianca. Und sonst tun sie das Schlüsselchen und hier tun sie den braven Pins abgeben. Ich bin immer brav. Meine Tante ist die ganze Zeit sauer, weil sie alle 5 Minuten möchte, dass wir was trinken wollen. Wir haben gar keinen Durst und trinken die ganze Zeit. Hier bin ich früher jede Woche gewesen. Das ist irgendwie voll die coole Erinnerung. Was willst du? Ich hab keine Ahnung, was du... Na, guck mal, diese Videos, die wir im Internet drehen. Ich filme dich gerade und möchte meinen Zuschauern was ausrichten. Ich wünsche euch alles Gute, schöne, ruhige Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünsche ich jedem. Oh. Das hast du aber lieb gesagt. Aber ich gut gesprochen, Schätze. Ja, die schreiben bestimmt jetzt ganz viele liebe Sachen in die Kommentare. Dann rufe ich dich morgen an und sag dir Bescheid, was die Leute geschrieben haben, okay? Ja, ist gut. Check.
Warte, Tante, sag noch mal, was sagst du, wenn jemand dich anruft und du, der nicht sagt, wer da ist? Komm, sag mal, was sagst du dann? Mach's Maul auf, du blödes Arschloch. Das ist meine Tante. Komm ganz auf sie. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen und ich will nicht zu laut reden, weil der Julian nämlich eingeschlafen ist. Ich bin so hart am Arsch. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt 2 Stunden hinlegen soll und dann den Wecker stellen soll, um das Video zu schneiden, oder ob ich einfach wach bleiben soll. 6,5 Stunden später. Wir haben jetzt 23.57 Uhr. Ich bin gerade aufgewacht, auf der Bettdecke, mir ist eisekalt und die Bibi ist weg. Oh, das war so eine dämliche Idee, die Nacht durchzumachen. Ich glaube, wir sind um 17 Uhr hier angekommen oder 18 Uhr. Sind geschlafen, sind sofort eingeschlafen. Oh, das ist der schlechteste Vlog der ganzen Welt. Oh, Bibi? Aus. Der schaltet sich irgendwie so eine Stunde aus oder so. Oder wenn der Akku leer ist, ist einfach eingeschlafen auf dem Teppichboden in der Decke. Es ist so, ich muss irgendwas machen. Die zukünftige Bibi, die diese Szene hier sieht, du wirst mich hassen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe 6 Stunden geschlafen. Wir müssen erst mal den PC abnehmen. Bibi. Was? Oh nein. Bibi, willst du mal diese Situation erklären? Bibi, wir haben 23 Uhr und du liegst auf dem Teppichboden. Ich lieg alleine im Schlafzimmer. Oh, ich hab voll viel Wasser am Ohr. Nein, ich hätte echt was Cooleres machen können. Kannst du mich nicht mal liebevoll wie jeder andere Freund seine Freundin wecken? Ja. Bibi, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt 23... Meine Schminke jetzt verschmiert. Ja, komm, wolltest du jetzt noch hier aussehen wie ein Topmodel oder was? Chill mal, wir haben 0.05 Uhr, wir sind um 17 Uhr hier angekommen. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wir sind jetzt haben 0 Uhr, ich bin topfit, ich bin gerade aufgewacht. Ich bin so am Arsch, ich will einfach nur schlafen, bitte lass mich. Unser kompletter Zeitrhythmus ist am Arsch und morgen um 10 müssen wir in Dortmund sein. Ich bin jetzt wach, weißt du, in 10 Stunden bin ich ja wieder müde. Wir haben schon wieder alles falsch gemacht. Armhub, Bianca, du musst den Arm halten. Hey Bianca, schlaf doch einfach eine Nacht nicht, ist total die geile Idee. Ich finde das voll cool, dass du gar nicht sauer bist, dass ich dich so süß geweckt habe. Ich mach Frühstück. Wir haben 0 Uhr. Weißt du, wie du aufgewacht bist? Deine Hand lag auf dem PC, der PC war aus. Hast du überhaupt schon angefangen zu schneiden? Ja. Nein. Leute, wir versuchen, seitdem wir angefangen haben zu vloggen, jeden Tag so spannend, wie es geht, zu gestalten und das Ganze dann so aufregend wie möglich mit euch zu teilen. Heute war echt ein aufregender Tag, wir haben meine Tante besucht. Boah, wir wollten doch das Auto abholen. Was ist daraus geworden? Ups. Ich mach keine Make-up-Flecken auf mein T-Shirt. Was guckst du mich jetzt so blöd an? Wieso hast du mich geweckt? Soll ich dich das nächste Mal auf dem Teppichboden liegen lassen? Soll ich dir was sagen? Wenn ich sie auf dem Teppichboden liegen lasse, beschwert sie sich am nächsten Tag über Rückenschmerzen. Ach, kann ich jetzt schlafen? Das war die schlimmste Idee, die wir hätten haben können. Wir dachten, es wäre die beste. Bleiben wir doch wach! Das war das
und Dümmste, was wir hätten machen können. Ich gehe jetzt frühstücken. Ich mache mir jetzt da drüben meine Müsli und dann starte ich in den Tag. Julian, was soll ich denn machen? Du hast mir Wasser ins Gesicht geschüttet. Schon wieder mit meinen Wimpern drauf. Das ist so scheiße. Jetzt kann ich die wegwerfen. Und jetzt schläft der Julian und ich bin wach. Bist du noch wach, Julian? Wie gemein von mir, es tut mir leid. Leute, wir haben jetzt 1.41 Uhr. Ich bin müde. Denkt unbedingt an die Verlosung. Ihr wisst, ihr könnt ein iPhone in diesem Video gewinnen. Ich, absoluter Vollidiot, habe gerade erst bemerkt, dass ich vergessen habe, heute Morgen die Verlosung zu filmen. Deswegen gehe ich jetzt gleich rüber und mache dazu noch meine Aufnahme, die ihr natürlich schon längst am Anfang des Videos gesehen habt. Dieses Video ist einfach das absolute Chaos. Vielleicht hat es euch trotzdem ein bisschen unterhalten und gefallen. Dann würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und sonst, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, an der Verlosung teilzunehmen, schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video und gerne dürft ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Ich kann nicht mehr reden, ich bin so müde. Schaltet morgen um 11 Uhr ein, um unseren nächsten Tag mit zu begleiten. Ich mache jetzt das Video schnell fertig und schlafe dann hoffentlich ganz schnell und bin dann hoffentlich morgen endlich ausgeschlafen. Möchtest du noch ein abschließendes Wort verfassen? Nein? Okay. Das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten. Wir haben euch lieb und hoffentlich bis morgen. Tschüss!